Ja, hallo Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute lasse ich mal den MM4 gegen den B+P spielen. Mein Blitzen 5 ist 20 Minuten 60 Züge. Der spielt ja auch ein bisschen schlechter oder schwächer oder was auch immer. Kann ich etwas konfigurieren hier? Nichts, was irgendwie wichtig wäre. So, also momentan wichtig. Ich drücke mal einfach mal Enter. Funktioniert er nicht, oder was? Was in welchem Zug mach? So, wenigstens das funktioniert. Ich mache mal Enter hier. E4 und das... Ja, extrem häufige, sagen wir es mal, Karo kann. Das ist wirklich... Ich sollte mich mal eher Richtung Kamera drehen, damit ich da ein bisschen lauter zu hören bin. Erstaunlich, dass er aber den nicht selber anfangen wollte. Springer C3, D5. D5 schlägt E4. Ja, Karo kann spielen die alle recht häufig. Und dann noch die Standardvariante hier, Läufer F5. Meine Güte. Ich müsste mir mal selber den Gefallen tun, da nicht da mit dem Knie gegenzukommen. Mann. Ich da Rempelkönig oder was? Gerade schon mal. Ich hoffe mal, es ist jetzt für die nächste Zeit erstmal der letzte Knierempler gewesen. So, Läufer G6. Läufer C4. Ja, gibt ja so Eröffnungen, die häufiger gespielt werden als andere. Ich glaube, Karo kann ist eine, ich könnte mir vorstellen, der häufigsten halboffenen Sachen. Ja, vielleicht die Sizilianisch noch davor, aber da gibt es so viele verschiedene Varianten im Sizilianer. Der spielt MM4, MM5 und so, die spielen das auch recht häufig, Karo kann. Ich habe das auch gespielt, muss ich ehrlich sagen. Karo kann, Alichin-Verteidigung, D8, A5. Ich weiß nicht, ob das so großen Sinn hat, dieses Damenschach. Aber der B+P ist ja auch jetzt nicht der stärkste. Ich will den jetzt auch nicht... Ist er beschleunigt? Nicht, dass ich den schon beschleunigt habe und bemerke es gar nicht. Ich würde beinahe schon sagen, ich müsste eben deswegen schon 200% geben, damit der... ich weiß nicht, wie viel Megahertz der läuft, der B+P. Ich könnte es ja gucken hier irgendwo, ob man mein Smartphone ist wieder mal weg. So, Läufer D2, ganz klar mit Tempo den Läufer entwickeln. Jetzt kommt wohl Dame B6. Könnte ich mir vorstellen. Dame B6 greift B2 an, greift D4 an. Dann kommt Läufer C3. Dame B6. Läufer C3, wie ich mir schon dachte, deckt beides. Ich könnte eigentlich auch hier... Obwohl ich glaube hier, AI würde eigentlich nicht viel Sinn ergeben, weil ich kann jetzt mal gucken, ob das machen würde. Springer A6. Ne, das macht er nicht, das ist geblockt. Dann hättet ihr die Infos sehen können auf dem Display. Ich finde es schade, dass die, dass das Display nicht beleuchtet war. Vielleicht, ja, kann sein, so findige Leute, die machen das bestimmt. Die müssen ja irgendwie nur den Strom im Modul finden und dann eine LED anbringen. Aber wenn das so rechts an der Ecke das LED ist, dann ist das auch nicht so gut. Das ist ja auch keine, ja, richtige Beleuchtung. Man könnte sich einfach weiterentwickeln. In den Springer raus. Rochade, auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, für F4, F5 Sachen, ich glaube, das ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Dass man sollte erst die Entwicklung beenden
und dann mit Plänen spielen, mache F4, nachher Rochit schwarz groß und dann bleibt man schnell in der Mitte hängen. Zumal die Diagonale dann ja auch geöffnet wird. E7, E6. B plus P Modul. Ach, ich kann ja mal was nachprüfen hier. Wo habe ich das denn jetzt hingelegt? So mal überall vorbei manövrieren. Ich habe doch diese Hülle. Also das hier. Da könnte ich schon mal nachgucken, wie weit das übereinstimmt. Aber erstmal den Zug ausführen. A5. Weißer Kasten, schwarzer Kasten plus Error, End und Uhr. Die Umrahmung. Und das ist ja nur die Hülle davon. Also der Rest ist vom MM1, das Modul selbst, also die Tasten. Damit C7. Läufer A6 schlägt. Das sollte wohl die Blitzvariante des MM2 sein. Das Problem, was ich damit jedoch ganz klar habe, ist, dass er ja gar keine Blitzzeit macht. Es ist genau das gleiche wie der MM2 im Prinzip. Bei der MM2, dann wählst du einfach Level 1, 2, 3 und so an. Und Läufer D6. Rochade. Der reklamiert ja auch die Zeit. Ob ich jetzt Blitzen 5 mache oder Level 5. Und da ist ja ungefähr das gleiche. Er macht ja keinen Countdown-Modus, deswegen ergibt es keinen Sinn. Dieser, ich wüsste auch nicht hier. Aber man kann jetzt momentan gar nichts mehr einstellen. Wo ist ein Clear? Ja, die großen Reaktionen macht der 8 Springer E7, muss ich mal ausführen. Scusa. So, Level, Blitzen, problemlos. No Turn. Und dann mit Blitzen, ja, das ist alles, mehr ist da nicht. Und wieder macht er nichts. Was ist denn los hier? Ist das Programm nicht so ganz in Ordnung hier oder was? So, wer ist denn überhaupt dran? Was ist denn gezogen worden? Ich bin jetzt total durcheinander. Springer E7. Springer E5. Ich kann das nicht wegmachen. Mann, ich kann auch kein Enter drücken. Ja, super, dass wenigstens das geht. Da lässt sich das auch nur so sperrig bedienen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Sollte er nicht abwärts zählen und dann 60 Züge für 20 Minuten? Ja, dann sollte er halt abwärts zählen, 20 Minuten abwärts, wenn er die 60 Züge hat, dann macht er nochmal 20 Minuten für 60 Züge. Das ist alles ganz merkwürdig. Ich weiß ja nicht, warum der M5 jetzt hier den Bauern, aber wir sind ja beim Bauernopfer, das ist ja gedeckt. E5 schlägt. Interessant fand ich gestern die Partien MM5 gegen MM4, 30 Minuten Schach. Die erste Partie hat der MM5 relativ schnell mit Figurengewinn gewonnen. Da habe ich dann gesagt, dass die Figur einfach weg war, habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das mal und habe eine zweite Partie gestartet. Und da hat der MM4 durch einen Freibauen gewonnen. Der hatte, ich weiß nicht, der MM5 hat bestimmt schlecht gespielt und auf jeden Fall war es dann, der hat sich ein. Das war hinterher zwei Bauern Turm gegen ein Bauernturm. Da hat er sich dann diesen Freibauern geschaffen und die Partie dadurch gewonnen. Jetzt ist allerdings der ML5 auch nicht der Endspielexperte. Das hätte, glaube ich, mehr Gewicht, wenn das gegen einen gewesen wäre. Ich glaube, ich sollte die Lautstärke des Fernsehers ein bisschen dezent erhöhen. Sonst höre ich das nicht, wenn er da was macht. Das wäre vielleicht durchaus sinnvoll. So, E8, G8, Rochade,
Und auch so von den Leveln her, das ist nicht gerade so ergiebig, was der B+P da hat. Da kann ich mir wieder vorstellen, warum ich den B und weil ich das. Obwohl ich habe bei mir auf der Hülle sehe ich gerade gar nicht stehen B und P, das steht da gar nicht auf der Hülle. Doch innen drin ist da nichts dran. 7016 steht da nur. So, F4. So. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist für ihn. A8, D8. Also alleine von den Leveln her ist das sehr spartanisch eingerichtet. Und das groß Blitz plus Problemlösmodul zu nennen. Und der einzige Unterschied, den ich so eigentlich zu erkennen vermag, ist, ihr könnt ja mal, Sekunde. Neuer Blitzball, Atom kommt noch viel weiter her, Atom FC1. Könnten wir ja korrigieren, aber der einzige Unterschied, den ich so groß darin sehe, ist, dass da BL steht für Blitzstufen. Beim MM2 steht eben nur Level. Weil ich habe immer gedacht, so ein Blitzlevel, das wäre auch ein Countdown-Modus. Wie gesagt, ja gut, man könnte sich auch eine Schach oder daneben stellen, aber ja, ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Memory, was ist das? Ist Monitor eine Taste? Ich muss das dann gleich gucken. Drück mal auf Monitor. Oder ist das Memory? Obwohl, ja, unten ist ja MON für Monitor. Turm D1, Turm CD1, ja, da war sich wohl nicht einig, wohin jetzt mit dem Turm. Wenn die Partie vorbei ist, gucke ich das mal nach. Diese Funktion. Ich habe jetzt natürlich nicht die Anleitung davon. B und P Modul, Turm FD8. Einfach mal jetzt mal, so ist ein Monitor. Keine Funktion. Best Monitor Position Info. Also, ja, ich weiß ja nicht. Er lässt sich ein bisschen sperrig bedienen. Ist Enter Master statt Clear? Nee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der MM4 jetzt dran. Ich will jetzt auch nicht zu viel da eingreifen. Turm schlägt D5. Sonst geht es irgendwann nicht mehr weiter, das wäre auch ein Problem. Ja, kann ja nur mit dem E-Bauern nehmen, was ich gar nicht gut finden würde wegen F5. Also kann er nur mit dem Turm nehmen. Einziger Zug. B4. Ich glaube, das sind auch so Module, die hatte ich einfach damals. Ich vermisse sie aber nicht. H7, H6. Man könnte es auch mit Einstein sinngemäß sagen. Ich denke nicht an die Vergangenheit, sondern an die Zukunft. Denn in ihr gedenke ich zu leben. Dementsprechend denke ich lieber an die Sammlung, die ich jetzt habe und vielleicht zukünftig haben werde, als was ich damals hatte. Ich hätte natürlich ganz gerne mal den Polga wieder. Aber ich habe die jetzt alle nicht so wahnsinnig in Erinnerung. Es gibt Leute, die hatten, meinetwegen Portorus 32-Bit München, die haben die damals verkauft. Das ist natürlich schwieriger, da wieder dran zu kommen, weil das geht dann wirklich heutzutage ins Geld. Während so ein Polga-Modul wohl nicht so schwer zu kriegen sein dürfte. Kann er mal Info drucken, dann sieht er mal was. Na, kann ich nicht. Turm F2, ich dachte, ich könnte, kann aber nicht. Turm F2. Info, C3. So, das ist das, was jetzt aktuell berechnet. Ich weiß nicht, ob der da was tut, weil er Permanent Brain hat. Kann sich sein, dass sich da was ändert.
D5-D1. Damit ihr was anderes seht. G3-F1. Springer F1. Eigentlich sehe ich es ja auf dem Display. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da so verrenke. Läufer G6-E4. Was könnte das jetzt drohen? Ich glaube, der Bauer. Ich weiß nicht, ob dazu so extrem zur Schwäche neigt, der Bauer auf A6. Weil, wenn C2 mal fallen würde, würde auch Läufer D3 kommen. Aber ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich sollte mal wieder. Naja, leck mich am Arsch mit Time. Wie, was soll das jetzt heißen? Was heißt jetzt beendet? Das ist jetzt das B plus P jetzt hier? Also wenn ich mir das so ansehe, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt, ja wie soll ich sagen, eines der Top-Module, die ich unbedingt haben müsste. Damit C5. Das fühlt sich genauso an wie der MM2. Wenn jetzt hier ein Countdown-Modus wäre in der Uhr, D4, D5. Dann würde ich ja sagen, ja gut, das fühlt sich durchaus an wie ein Blitzmodul. Aber so ist da nicht viel mit Blitzen. Wer blitzt denn mit der Zeit aufwärts? Auch den Rebell. Das war einfach nur ein Modul unter vielen. Ich glaube, den muss man auch schon beschleunigt haben, den Rebell. Da waren die Leute ja gar nicht zufrieden mit. E4, G6. Ist natürlich klar, wenn die Leute den, wenn Mephisto den verkauft oder Hegner und Glaser verkauft, den Rebell, als wäre das die Supermaschine. Und in Wirklichkeit meinen die mit diesen ganzen Erfolgen die 18 MHz Version. Und die Leute wundern sich, warum spielt man eine 5 MHz Version nicht wie die 18 MHz Version? Und ärgern sich, dass er nicht so spielstark ist. D5, D1. Er lässt sich schon ein bisschen zurückdrängen, aber bis auf Tauschoptionen droht ja nichts. Also Läufer D3 und dann auf F1 zu tauschen drohen. Turm D2. Ach, ich will jetzt freiwillig alles wegtauschen. Turm, Dame, Dame, Springer. Ja, vielleicht ist der Springer besser als der Läufer. Springer schlägt. Die Dame möchte er doch noch behalten. Die 7, die 8. Da bin ich ja mal gespannt, was der da rausholt aus der Stellung. G1, F2. Hm.
Blockiert die Bauern auch. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich auch nicht. Droht er den A5 mit Schwarz? Was, die gefällt mir nicht, dieses A5. Dadurch wird der Bauer pflegebedürftig, sagen wir es mal so. Dass man sich ständig um den kümmern muss. Damit D4 deckt den Bauer noch ab. Damit C7. Man hat natürlich mehr Möglichkeiten mit dem Springer. Und was natürlich auch gut ist, die Bauern stehen alle auf Schwarz. Das ist natürlich eine gute Sache gegen den Läufer. Weil, wenn der Läufer auf Weiß steht, sind die nie angreifbar von ihm. Andererseits kann er seine eigenen Bauern gut decken. Außerdem A7 Bauern. Der ist nicht deckbar. C7, E7. Springer F3. Ja, damit die 6, ich weiß nicht, ob das was bringen würde, weil der Springer, wenn er auf C5 steht, ja gut, das würde dann was bringen, weil der Läufer nicht auf den Damenflügel rüberkommt. G6, F5. Dann in die Infotaste. D4, C4. Ich frage mich, was das bringen würde, den Springer auf D6 zu haben. Ich glaube, so viel bringt das auch nicht. Ist erstmal der A-Bau angegriffen, habe ich das gedeckt. Ups. Das ist natürlich der... Der Springer ist natürlich erheblich vielseitiger als der Läufer. Der Läufer ist arg begrenzt. Das heißt, ein Springer kann beide Felder angreifen, sowohl schwarze als auch weiße. Der Läufer kann das ja nicht. Der ist an seine Farbe gebunden. Läufer G6, aber man kann da nicht opfern. Springer, Bauer, Dame E6, dann König H7 oder Läufer F7 einfach. Ich glaube nicht, dass das gewinnt. Und wenn es gewinnen würde, würde das wohl mehr Endspiel-Skill erfordern, als der MM5 hat. MM4. G7, G6, G5. Sorry. Ob das jetzt eine richtige Lösung ist? G5 schlägt, Springer F5, Bauer F5, E6. Ich gehe mal davon aus, ich sehe ja keine Schachgebote oder sowas für ihn. Ich gehe mal davon aus, dass er wieder nimmt. Also könnt ihr mir vorstellen, dass das B+P-Modul eines der schwächeren Mephisto-Module ist. Und so der Knüller ist es nicht. Na gut, F4 schlägt, König F4 schlägt, dann ist F5 schwach. B7, B8. G3.
Ich weiß ja nicht, was ich groß sagen soll. Ja. G5, G4. Ich weiß ja nicht, warum ich mich da unten im Brett verrenke. Ich sehe es auch im Display, welcher Zug gemacht ist. Hm. Ich glaube, es gibt heutzutage auch schon beleuchtete Displays. Da nehmen die einfach aktuellere Displays, die beleuchtet sind und so, und tauschen die aus gegen das hier. Diesen Skill habe ich aber nicht. E3, E2. Naja, es ist natürlich jetzt nicht hier das Zeichen, dass es jetzt losgeht, dass jetzt einfach auf Gewinn zu spielen. Das ist ein Zeichen, dass die Armut losgeht. Aber was will er auch machen, wenn man ehrlich ist? Was will Weiß hier groß machen? Wenn die Dame diesen Bauern nicht deckt, dann fällt er ab. Der König könnte rüber marschieren, den C-Bauern decken. Und dann ist die Dame beweglich für Dame D7. Auf Dame D7 käme Dame B4, Dame F5 und dann würden schon die ganzen Schachklamotten kommen. Abgesehen davon, dass C5 hängt. Da fällt ihm nichts ein. Meine Güte. Das Kröchchen ist des Müllers Lust. B8, C7. Und selbst wenn er sich einen Freibauern schafft, kann man den nicht einfach zu bequem decken. Aber wahrscheinlich würde der C-Bauer nehmen. Da will der König nach C5 kommen. Ich glaube, dann wäre sofort alles aus. Oh. Ich würde sagen, ist Ende jetzt. C5, D6. Jetzt geht's dann doch verloren. König F8. Der muss ihn ja nur in Zugzwang bringen. Schon ist der Bauer weg. Der kann ja nichts mehr ziehen hier. König D4, König E8, König C5, König D7. Ja, König E8, König C4, König D8, König D4, König D7. Ach komm, das ist ernsthaft. Da kann er gleich Remis machen. E8, D7. Info bitte, Info, 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 Info. Ach, Scheiße. ...2.01 im Vorteil. Wie weit das jetzt hier zutrifft, D7, E8. Was machst du jetzt, Alter, wieder deinen fantastischen König D3? König C5 und dann kommt einfach König D7. Und auf König D4 kommt König D8. Um dann auf König C5 wieder König D7 zu haben. König D4. König D7, König C5 wäre natürlich ein Fehler. König D8. König C4, König C8, König D4, König D8. König C3, das wird jetzt Remis werden. Müsste er gar nicht machen, er könnte auch König E8 ziehen. König C8. Dann auf König C4, König D8 und auf König C5 wieder König D7. C3, D3. Ja, Remis. Eigentlich könnte ich hier schon Remis reklamieren. Wenn er jetzt gleich anfängt, mit dem König nach E2 zu ziehen oder so eine Scherze, dann mache ich Remis. Weil ich sehe, ich will nicht abwarten. Ja, hier ist Remis die Partie. Jetzt die König D2, das heißt, es fängt die große Brettpoliererei an. Das ist ja, da wird jetzt hier G2, F2, E2, F2, G2, G1, H1 und dann was weiß ich nicht alles ziehen, um kein Remis zu machen. Ich reklamiere hier mit Remis für diese Partie. War eine solide Partie. Kann ich nicht viel zu sagen zu der Partie. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Also, ich habe gemerkt,
Es gibt nichts, was man so vermissen sollte an diesem B+P-Modul. Da finde ich mein MM2-Modul besser. Tschüss, bis zum nächsten Mal.